Moin moin. Nach vieler positiver Resonanz habe ich mich auch dazu entschlossen, mit YouTube anzufangen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem ersten Video und hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Es war der Call, dass er dieses Jahr mal wieder kommen wird. Ja, okay. So, prinzipiell fahren wir jetzt erstmal, please, rüber zu mir auf G6. Oder ich komme, nee, never mind, ich komme zu dir auf D5. Erstmal nicht schießen einfach und ich zeig dir jetzt ein paar Sachen. Ein paar Grundhaltungen zum Sidescraping und gucken, wie fit du bist. Wenn du fit bist, zeige ich noch das Backside-Scraping. Wobei dich das dann komplett verwirren wird. Na gut, hängt halt immer davon ab, ob du den Turm vorne oder hinten hast. Nee. Also, nee. D5, bleib da stehen, bleib ruhig stehen. So, pass auf, stell dich doch mal bitte hier hin. Und ich stelle mich jetzt hier hin. Und jetzt winkel dich doch mal bitte so an, dass du denkst, ich komme nicht an dir durch, aber du könntest, ja, mich, ich, dass du einfach sicher bist. Winkel dich mal bitte so an. Und sag Bescheid, wenn du stehst und sagst, okay, ich bin jetzt sicher, du kannst mich jetzt nicht mehr beschießen. Du musst hinhauen. Nee, das ist easy pen. So, pass auf. So stehen bleiben, so stehen bleiben. Nee, oh nee, nee, fahr wieder zurück. Ich will es erklären. Du kannst nur aus Fehlern lernen. Noch ein bisschen mehr. Ja, so ist es in Ordnung. So, pass auf. Also. Du. Genau. Du musst erstmal die Kanone vom Gegner. Wo ist die Kanone vom Gegner? Da. So. Jetzt nimmst du den Arsch. Das ist dieser Teil hier. Mit der Kanone vom Gegner und bildest eine Linie. Und jetzt nimmst du praktisch. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Never, nicht bewegen. Bleib noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück. Ja, so, stehen bleiben. So, nimmst du die Kanone vom Gegner und bildest sie mit deinem Arsch. Ich erkläre es jetzt, wie gesagt, für, am besten guckst du am Stream. Bleibst einfach so stehen und guckst am Stream, wie ich es erkläre. Ach so. Weil sonst, wie willst du das wissen? Bleib einfach so stehen, guck am Stream nebenbei. So. Dann siehst du hier praktisch, bildest du eine Linie. Und dann nimmst du noch eine Hauskante dazwischen. So, und das die ganze Zeit. So, somit habe ich jetzt praktisch hier fast eine gerade Linie. Und du kannst halt mit verschiedenen Panzern, mit manchen kann man so stehen, mit manchen kann man sogar so stehen. Kann ich jetzt mit der ES3, da wird der Schuss bouncen. Aber mit manchen, mit zum Beispiel Mediums, kann man halt auch nur gerade stehen. Also wirklich ganz gerade nur, da bouncet der Schuss trotzdem. So. Deswegen können auch Leute an Mediums abprallen. Ihr seht jetzt hier fast eine gerade Linie rüber und der Schuss prallt ab. Also. Nochmal. Ihr habt jetzt. Ihr fahrt jetzt hier hin und seht, okay, hier steht ein ES3. Dann nehmt ihr dem seine Kanone, nehmt die Hauswand noch mit dazwischen und schaut, wo euer Arsch ist. Also hier, dieses Stückchen. Das da hier, diese Seite. Wenn in dem Falle ja das Haus hier ist, also ist praktisch alles hier geschützt, nur hier muss angewinkelt werden. Ja, und dann tun wir uns in einer geraden Linie praktisch hinstellen. Zack, zack. So. Und sonst sind wir angewinkelt. Also relativ easy. Dass wir nicht mehr in so eine Situation kommen, wo wir dann irgendwann so stehen. Weil ihr seht, hier keine gerade Linie mehr mit dem Arsch. Hier ist so überwinkelt und hier kommt man easy durch. Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist, also ich schaffe es sogar an der AD zu bauen. Ich schaffe alles. So, ja, komm am besten wieder in-game. Und schau mal, ob du es schaffst, dich anzuwinkeln. Ich erkläre es jetzt mal von der Sicht aus. Winkel dich einfach mal an. So, wir haben jetzt praktisch einmal die Kanone. Und ganz, ganz wichtig ist immer vorne die Kette. Was hat man da gesagt? Richtig, richtig, richtig. Weil sonst, na, no, nicht zu viel raus. So, so ist gut. So ist perfekt. Fahr ruhig, stopp, stopp. So. So bist du definitiv super angewinkelt. Wir haben, wenn wir jetzt uns gerade, ist ja egal, die Kanone ist ja das Wichtige. So, wir haben einmal, er hat jetzt geguckt, okay, wir haben eine gerade Linie. Und da die ES3 Seitenpanzerung und Heckpanzerung hat, eine Spaced Armor, so nennt sich das Ganze, kann man die etwas weiter rausstellen. So, wenn ich nichts machen, nichts machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Russen Medium haben, oder eine Bedjet beispielsweise, wie auch immer, die müsste mit dem Arsch ziemlich weit gerade stehen. So. Ja, die war das jetzt erstmal Schnuppe. So. Und jetzt würde ich auch praktisch an der Bedjet hier bouncen. Also tendenziell. So, weil wir jetzt einfach eine ganz gerade Fläche haben. Und der Schuss
Gut, ich habe jetzt hier vorne ihn getroffen, aber hier zum Beispiel prallt er einfach komplett ab. Oh, mit der ES3, Moment, ich schieb dich wieder. So. So, und jetzt können wir sehen, alles klar. ES3 steht ein bisschen draußen, angewinkelt. So, ich zeige euch jetzt mal, sobald ich geschossen habe, piekst du vor und gibst mir ein und gehst dann wieder genau in diese Grundposition zurück. Ja? Okay. Einfach zurückfahren dafür oder. Richtig, und schießen und wieder safe. Stopp. Also, ihr habt gesehen, dieser Move dauert 2 Sekunden. Ihr tut euch kurz exposen, also ihr tut von der Deckung wegfahren, schießt und fahrt wieder safe. Das ist der schnellste Weg. So, jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Ich nehme jetzt dich einfach als Beispiel. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja. Du hast in dem Löwe-Battle, hast du es so gemacht. Du standst so und dann wolltest du auf die ES3 schießen. Hast du so gemacht, auf den VK und auf den Dings. So, und ja. Was passiert jetzt? Schieß. Ja gut, okay, ein bisschen Aim. Aim on point. Vielleicht sollte man ein Aim. Ja, pass auf, also ich simuliere es nochmal, wir haben es jetzt gerade vergessen, also jetzt nochmal, so, ich mache jetzt gerade mal nach, zack, will den schießen, fuck, und jetzt fährt, pass auf, und jetzt kommt der Trick, in dem Moment, wo ich zurückfahre, fährst du vor, an die Wand, mach, seht ihr das, ihr fahrt zurück, und jetzt musst du immer dran denken, gerade machen den Panzer, und jetzt dreh dich mit, richtig, drehen, gib einfach Gas, so, umso weiter ich zurückfahre, siehst du, jetzt bleibt die gerade und jetzt musst du dich wieder ein bisschen mehr gerade drehen. Genau. Und jetzt versucht, ja, richtig, genau. So ist es gut. Und so versucht man das. Und jetzt, wenn man wieder vorfährt, dann kannst du dich wieder rausdrehen. Weißt du, ich meine, damit es wieder gerade ist, damit du wieder schießen kannst. So meinst du, ja. Und jetzt schieß wieder auf mich, so dass du praktisch aber am Sidescrapen bist. Seht ihr, er kann auf mich schießen, ohne dass ich ihn beschießen kann. Und das ist das exzellente Sidescrapen. Wenn man es verstanden hat, funktioniert es so. Und wie wäre das dann vorher mit dem Löwen? Da wäre nicht den Platz gehabt dafür, dass ich weit zurückfahre. Doch, hättest du gehabt, pass auf. Ich kann. Du hast so viel. Guck mal, du hast so viel Platz gehabt wie ich hin zur Straße hier, ja? Wo ich jetzt gerade strehe. So viel Platz hattest du. Ja? So. Also, dann fängst du an. Fängst du, okay, kann ich nicht beschießen. Alles klar, dann gehst du ein Stückchen weiter raus. Okay, geht nicht. Okay, dann wieder ein Stückchen weiter. Zack, zack. Okay, geht immer noch nicht. Noch ein kleines Stückchen habe ich ihn. So, okay. Zack. So, und jetzt habe ich schon den ersten Schuss. Du kannst wahrscheinlich immer noch nicht beschießen, nehme ich an. Warte, muss ich nachschauen. So. Nee, kann ich nur das. Siehst du? So, und das ist einfach dieses Stück für Stück langsam heranwagen, sage ich mal, ja. Wir fangen an, schauen hier, okay, geht nicht. Dann nehmen wir wieder ein weiteres Stück. Alles klar, okay, jetzt haben wir schon einen leichten Winkel. Jetzt winkeln wir uns wieder etwas mehr an. So, gucken, alles klar. Mach den Fehler, lässt vorne raus, ich fahr wieder safe. Ihr seht, wie ich mich anwinkel. Du kannst gerne mal versuchen, auch zurückzuschießen, ja? Und ich schieße auch nur mit AP, also es sind easy Shots. So, er hat jetzt, wie gesagt, in meine Kette, in die Space Armor getroffen. Somit, theoretisch würde ich jetzt einfach rumziehen im normalen Spiel und ihn rausnehmen, weil er geschossen hat. Jetzt im Training möchte ich ihn ja gerne im Sidescrapen besiegen. Sehr gut. So, jetzt hat er wieder geschossen. So. Gut, ich meine, natürlich ist es auch unfair. Ich meine, hin und her, klar, kann man sagen, aber zum Training ist es ganz gut. So. So, jetzt überwinkelst du schon wieder. Pass auf, dass du nicht überwinkelst. Schön, vorne in das Dreieck reingeschossen. Wo du jetzt darauf achten musst, du willst immer so machen. So machen willst du die ganze Zeit. Versuch doch einfach, dich ein bisschen mit dem ganzen Panzer zu bewegen, dass du immer, im Notfall musst du immer dran denken, okay, wenn ich jetzt den, pass auf, ich erkläre es dir, wenn ich jetzt den Schuss gemacht habe, bleib einfach stehen. Angenommen, der Schuss würde jetzt durchgehen, ja? So, ich stehe jetzt hier, der Schuss macht jetzt Schaden an dir. Kann ich ja nicht einfach stehen bleiben. Du musst immer versuchen, den Moment so schnell wie möglich wieder safe zu kommen, sodass der Gegner keinen Schaden an dir macht. Ja, mache ich gleich lieber, ja. So, also relativ easy peasy, lemon squeezy. Tun wir den ES3 jetzt so ein Sidescape befördern. Pieken jetzt einfach gleich raus, zack. So, das ist schon wieder zu weit. Du machst die ganze Zeit den gleichen Fehler. Aber warum? Was ist die Intention dabei? Du sollst versuchen, gerade zu sein. Du versuchst immer mit deinem Heck rauszukommen. Du musst versuchen, gerade zu sein, zu der Gun gerade zu sein. Das, was ich erklärt hatte. Und nicht zu weit, immer nur so ein bisschen. Immer nur so ein Tickchen, ein bisschen mehr, ein bisschen spielen. Nicht zu viel, immer nur ein Tickchen.
Wollen wir mal Löwe probieren oder lass, ich denke mal, nochmal eine Runde ES3, damit sich ein bisschen festigen, dann nochmal Löwe. Ja, machen wir das. Okay. Ja, Zorona, wenn ich mein 257 hätte, ja moin. Und vor allen Dingen, er hat halt keinen ausgebauten 257, dann macht das keinen Sinn. Ja, ich habe ihn erst seit kurzem. Doch, natürlich macht es Unterschied, Zorona, wegen dem Pennen. Weil das Ding ist, bei ES3 hat ja jetzt jeder die gleiche Kanone und dann geht's. Sugi, weil das einfach noch, ja, eine Nummer zu viel ist. Er muss erst das eine verstehen. Du kannst nicht, jemanden erklären, wie er mit einer 75, also wenn ich jetzt jemanden erkläre, wie er mit einer beispielsweise 75 PS Karre fährt, kann ich ihm dann nicht eine Stunde später dann direkt in eine 300 PS Karre geben. So in dem Falle, ja. Einfach Step by Step, langsam wachsen. Wenn er es jetzt verstanden hat, nächsten 1000 Spiele, dann kann man sagen, okay, pass auf, irgendwie sind nochmal jetzt erkläre ich dir das Reverse Side Scraping und sowas, also hat Allzeit. Ja, Stallkatze. Können Sie ja selber weiterbilden. So, nevermind. Erstmal jetzt back to topic hier. Würde sagen, wir sidescrapen jetzt einfach mal ein bisschen, versuchen gegeneinander zu spielen. Und immer wenn ich sehe, dass du diesen krassen Fehler machst, sage ich Stopp. Okay? Au, 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 das hat wehgetan. Und natürlich habe ich das auch im Gefühl, wie weit ich wann wo raus sidescrapen muss. Pass auf, es wird war gerade sehr, sehr knapp. Also mit Gold wäre ich schon eben gerade durchgekommen. Schön. Hast du jetzt aber gut, was hin? Erst Kettenrad, gell? Hast du ihn geschossen? Oder hinten rein? Ja, ungefähr. Ja, vorne rein. Das war das Gute, das hast du schön gemacht. Rausgepiekt, wieder safe gefahren. Schnell geschaltet, praktisch das einwandfrei. So, stopp, 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 stopp. Nicht bewegen, stopp, stopp. So, pass auf. Ja, wenn ich stopp, auch direkt stehen bleiben, dann kann ich es dir am besten erklären. So. Geh mal auf den Stream und guck dir das mal an. Wie du jetzt gerade stehst. Was müsstest du jetzt machen? Weiter nach vor. Du müsstest die Kette rüberziehen, wieder, dass die Kette praktisch. Mach mal, korrigier mal ein bisschen, wie du denkst. Jo, Quarkstrudel, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen in der Algo Army. Freut mich, wenn es dir gefällt. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Noch nicht ganz, ich kann immer noch vorne ein bisschen einschießen. Ein bisschen noch rüber. Noch ein Stückchen rüber, rüber, rüber. Ja, ein Millimeterchen. Ja, so ist gut. So, und so musst du praktisch immer versuchen, okay, wie viel kann der Gegner sehen und dann immer mobil sein. Wenn ich mich bewege, musst du dich auch bewegen. Guck, weil jetzt, genau, immer praktisch dem Gegner anpassen. Wenn der Gegner jetzt rauspiekt, fahre ich wieder schnell hier safe. Versuch einfach mal, ohne zu schießen, einfach nur die ganze Zeit dich dauerhaft gegen mich, ich will dich abschießen und du winkelst dich die ganze Zeit für mich an, ja. Und sobald ich denke, ich habe einen Safe Shot, du tust dich nur anwinkeln, ohne zu schießen. Und ich versuche die ganze Zeit, dich irgendwann zu treffen, wenn ich denke. Ich pieke jetzt natürlich jetzt nicht rum, aber wenn ich denke, ich habe eine gute Chance, dann nutze ich den Schuss. So, da musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht ganz so viel, ich habe irgendwie eine Wand getroffen, dass du nicht ganz diese vordere Platte, ja? Dass sie nicht ja, die ganze Zeit zeigst. Warte nur. Gut, ready up, let's go. Vorwärts, rückwärts, da. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr anstrengend, aber wenn du überlegst, dass du dabei noch schießen musst, wird das Ganze noch ein bisschen, ja, anstrengender. Und deswegen, ganz kurz nochmal Stopp, deswegen tue ich meine Platte auch meistens immer noch etwas stärker überwinkeln. Und ja, wenn jetzt, fahr mal ein Stückchen nach hinten raus.
Und schieß meinen auf mich jetzt. Schieß mal auf mich. Wo hast du mich jetzt gepennt? Platte vorne, oder? Nein, Seite. Mittig in der Seite. Warte mal. Du stehst in einem sehr starken Winkel da. Jetzt dürftest du nicht mehr durchkommen. Ja, moin, jetzt kommt er durch. Safe Call. Nee, jetzt kommt er nicht mehr durch. Nee, jetzt kommt er nicht mehr durch. Also, seht, es ist manchmal ist ein Unterschied, ob man. Nee, das war schon da, zu viel. Jetzt geht's. Ja, ich weiß. Ob man jetzt so durchkommt oder. Moment. Ist so schon nicht mehr. Also, es ist einfach so und manchmal so. So, never mind. Was wollte ich sagen? Immer vorne diese Platte versuchen zu verstecken. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal kurz den Löwe. Schauen, Löwe geht halt sogar noch besser als die S3. Und dann, genau, vor der Kette schön rein und dann passt das. Ja, moin. Jo, warte, ich grüße dich. Das ist natürlich jetzt, hast du gut gemacht. Jo, wie viel Subs hast du? Hasi, habe ich schon vorhin gesagt. Ach, genau, das wollte ich ja nachgucken. Ich habe aber am Anfang auf 300 Leben mehr gehabt, bist du. Alles gut, Sport. Kanal. Ich habe aktuell 75 Subscriber. Gut, davon muss man ja immer noch die Zahl, also da, die Zahl, die ich mal hatte, muss man ja immer davon abrechnen, von den ganzen Subgifts etc. etc. Deswegen. So, Löwe. Was? Ne, ich nehme mal die S3 im Vergleich, damit du siehst, dass der Löwe besser ist als die S3 für Sidescraping und sowas. Löwe schleicht sich leise in seine Beute heran. Leise, der Löwe. Was ist heute im Summer Sale? Oh, das weiß ich nicht. I'm sorry, mate. FV, die Sigma FV, Heavy Tank und... Was war das zweite? Ich weiß gar nicht mehr, was das zweite war. Aber es waren halt zwei Sachen. Der B-Seite oben, Mauerbrecher, stimmt. Und AMX Killer. Ah, das ist zu viel MX Flow. So. Ab geht er, der Peter. Dann wollen wir mal starten. Fangen wir einfach an, so ein bisschen zu gucken, was jetzt schon, was du auf den Löwe tragen kannst, sag ich mal. Der Löwe ist definitiv stärker mit der Seitenpanzerung. Jesus, der hat viel. Jetzt genau, pass auf, ganz kurz stopp. In so einem Fall, wenn ich geschossen habe, kannst du diese Bewegung machen. Ja, aber wenn ich einen Schuss drin habe, du weißt ja circa, wie lange die S3 Reload hat, so um die 11 Sekunden, dann danach musst du circa abschätzen, abzählen, musst du dich wieder safe hinter deiner Position praktisch befinden. Und damit wissen, alles klar, der macht jetzt keinen Schaden. Wenn du nämlich die ganze Zeit immer noch so versuchst, Achtung, nicht schießen, so versuchst, oh, gib mir, ich will den treffen, hat auf einmal nachgeladen, dreht sich und gibt dir einen Sack rein. Weißt du, ich meine? Mhm. Deswegen immer mit Bedacht spielen. Wie komme ich beim Subscripten und bist noch links und rechts, ohne dass er mich überwinkelt? Wie meinst du das jetzt? Ja, dass ich so mehr oder weniger ein bisschen weiter links von der Hauskarte dann bin. Oder dass ich jetzt beim Zurückfahren. Hör auf. Das ist bei mir Gefühl. Warte mal, ich muss überlegen, wie ich das mache. Ja, pass auf, du tust ganz schnell. Das ist bei mir im Schweren. Du meinst, stell dich mal neben mich. Du meinst dieses Millimeter. Warte mal, ich zeig's dir. Ja, genau, ohne dass ich mich halt überdrehe, weil ich hab's dann oft, dass ich eben. Meinst dann das da?
so zum Beispiel, vielleicht ein bisschen. Was ich jetzt gerade hier mache, oder was? Ja, genau. Das ist einfach so ein Gefühl, das mache ich so einfach aus dem Gefühl, wie Autofahren ist das. Ihr habt nämlich irgendwann immer das Problem, dass ihr dann irgendwann ein bisschen so wie jetzt da zum Beispiel so dastehe, wo ihr halt dann irgendwas vorzeigt, wo man halt penetrieren kann. Ja, pass auf, du drückst, ich mach's mal langsam. Genau das gleiche mit dem Überwinkel, mal so zurückfahren, so zum Beispiel. Also du drückst erstmal S, D, W, warte mal. Keine Ahnung, das ist bei mir auch ganz automatisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss erst mal überlegen. Du spielst mit W, also WA und SD. Du spielst, so warte mal, überlegen. Keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Mit WA und SD drehen wir im Kreis. Warte. Das ist eine ganz feine Gefühlssache. Wow, wie soll ich das? Warte mal. Ach, fuck, Mann, ich muss das mal ganz kurz langsam. Ich bin jetzt echt gerade ratlos. Wie soll ich dir das erklären? Das mache ich einfach so. Ich denke da gerade gar nicht drüber nach. Ich mache das einfach. Das ist schon traurig, oder? Wenn das schon so routiniert geworden ist. Mit der Zeit zum Reflex halt. Das ist das, was mir halt noch fehlt. Weil irgendwann habe ich immer das Problem, dass ich überdrehe. Warte mal, ganz langsam. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, natürlich, ich habe eine Gaming-Tastatur. Definitiv, Algo, du hast, glaube ich, eine Gaming-Tastatur, die ist präziser. Er hat eine normale, die ist nicht so sensitiv ist. Das ist bei mir auch so das Ding, deswegen habe ich mich für eine... Doch, ich habe mechanisches Keyboard. Okay. Leise Tasten drauf. Okay. Weil ganz einfach für allgemeine, jetzt zum Beispiel jetzt, ich will jetzt nichts gegen die Lidl-Tastatur sagen oder so, ich liebe Lidl, da gibt es immer beste Sachen und so zu essen, keine Frage, gell? Aber da sind einfach zum Beispiel Gummimatten drin und die nutzen sich irgendwann ab. Irgendwann ist man dann mal im Rage und dann drückt man da nicht so drauf, sondern wie so ein Gestörter halt und dann nehmen die halt so ein bisschen Schaden mit. Auch wenn es nicht viel ist, aber ja. So. Okay, ich probiere es jetzt nochmal zu erklären. Du drückst, du musst. Pass auf, ich stelle dich mal neben dich. Wir machen das mal zusammen. Versuch's mal langsam zu machen. Das ist einfach nur. Wow. So, also fängst du an. Bisschen vor, bisschen zurück, bisschen vor. So, also ich mach's langsam. Du gehst bisschen zurück, lenkst in die andere Seite ein. Genau, jetzt habe ich's raus, wie es geht. Okay, du lenkst zurück, drehst, pass auf. Siehst du, wie ich stehe? Dann drückst du AS. Drehst dich wieder gerade und dann drückst du WD. Und dann drückst du SD. Ja, aber dann stehst. Dann hast du es ja teilweise bei der Kante schon so, dass du halt übelst vor der Kante bist. Wo bin ich denn vor der Kante? Jetzt siehst du das, wie weit ich hier drehe? Ah, da ist nur ein Bandtop, hast du übersehen. Hat die Hauskante angenommen. Und du musst halt immer dabei, immer im Sidescape bleiben. Also, wir fangen an mit. Warte mal. Wir fangen an mit SD. So, jetzt gehen wir so ein bisschen zurück in die Position hier. So dass der Panzer schon mal ein bisschen einknickt. Dann geben wir WD, dass er vorne, nach vorne fährt. Und dann drücken wir WA, dass der Panzer praktisch wieder nach hinten. Dann drücken wir SD. Dann drücken wir AS, dass er wieder gerade kommt. Dann drücken wir WD. Und dann drücken wir WA. Also praktisch die Reihenfolge ist SD, SA, WD, WA. Also, Kamera auf die Tastatur. Dann drücken wir WA. Nee, Quatsch. SD. SA. Ja, SD, SA. Ja. Nee, SD, SA. Du fängst SD, SA. Ja, doch, SD. So, SD, SA und WD. Ja, WD. WA. Wenn du das jetzt nach rechts machen willst, sonst musst du es halt umdrehen. Also, nochmal ganz kurz, für langsam jetzt nochmal erklärt, das Ganze. Man fährt. Also, was hatten wir gesagt? SD, SA, WD, WA. SD, SA, WD, WA. Okay, so, dann kann man sie ja praktisch hier so lang drücken. Ja. Kann sich auch an diesen Wänden so ein bisschen lang drücken. Jo, Snooze, Servus, ich grüße dich. Wie beim Tanzunterricht, so sieht's aus. Gleich wieder synchron, auf jeden Dave. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Genau, nicht so, weiß nicht, ob das jetzt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weiß nicht, ob die auf du im Sniper-Modus bist, auch so ein bisschen noch mehr guck. Ich bin ziemlich viel in der Vogelperspektive, damit ich einfach viel von meinem Geschehen her sehe. Wenn du die ganze Zeit so in der Perspektive bist, dann siehst du nichts. Schön rausgehen, gucken, okay, was macht der Gegner? Habe ich die Chance? So, jetzt abschätzen, alles klar. Mhm, die ist das. Guck ich mal. Okay, wenn er jetzt nochmal so überpickt, habe ich ihn. Algo, wie kann ich das auch noch mitmachen? Suppen, Iron Hannes, Kappa Klaus. Nee, morgen bei den Coachings die anmelden. Und da kann man sowas auch mitmachen. Wobei ich das nicht jeden Tag erklären werde. Vielleicht einmal die Woche oder so, wenn das jemand mal nachfragt. Da einfach dann die Demo mal anschauen und sich das ein bisschen, ja, mal mit zuschauen. So. So, was du jetzt machen könntest, genau, schießen. So, was machst du jetzt? Neue Situation. Nicht zu hastig. Nebenschießen tue ich. Nebenschießen. So, wie fällt sie dich jetzt? Dann müsste weiter noch links. Meine Fresse. Richtig. Sehr gut. Drück 4-1, wenn Motor reparieren will. Was ist? Nichts passiert. Ich hab's auf 5. Gut, Riese, das könnte man machen, ja. Genau, du, ey, pass auf. Noch ein Trick. Rechte Maustaste kennst du? Die schießen. Rechte Maustaste kennst du? Weißt du, was die bringt? Hallo? Hallo? Oh, jetzt gerade geminutet. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Disconnect gehabt. Okay. Weißt du, was die rechte Maustaste ist? Ja, dass ich nichts, dass ich mich nicht bewegt, beziehungsweise Auto eben war das arme Klick. Auf den Gegner, richtig, aber drück mal nur in die Luft. Was heißt denn nicht bewegen? Ja, dass ich freie Kameraperspektive habe, ohne dass ich die Kanone drehe. Richtig, so und jetzt pass auf. Wenn du jetzt, da musst du ganz drauf achten, das habe ich jetzt eben gerade zum Beispiel gesehen. So. Bleib mal so. Jetzt crossst du doch einfach mal rüber, bitte. Einfach mal auf die andere Seite rüber crossen. Geradeaus rüberfahren. Geradeaus rüber, geradeaus rüber. So, bei dir sah das gerade so aus. Ich muss zurück. Jetzt ist er vorne. So sah das bei dir aus. Und jetzt zeige ich dir, wie das richtig aussieht, wie man das richtig macht. Weil du hast nämlich vergessen, festzuhalten, den Turm und dementsprechend nach hinten zu gucken. So, jetzt cross bitte nochmal. Ihr habt die Kanone immer auf dem offenen. Tut langsam zurückziehen, langsam zurückziehen. Tut schon abschätzen, okay, wo wird er stehen, wo wird er stehen. Geht jetzt in den Sidescreep, haltet die Gun. Gibt ihm eine. Er trackt euch nur, macht somit keinen Schaden. Ihr seid wieder safe und könnt euch jetzt wieder halten. Könnt euch wieder 1 gegen 1 brawlen. Oder Motor am Löwe ist Cancer. So, gut. Dann würde ich sagen, ja, haben wir erstmal ganz ordentlich trainiert, würde ich sagen, oder? Hat auf jeden Fall geholfen.